Nachdenkseiten. Thank you. Als Europarat zurückgekommen, die Antwort würde mich trotzdem interessieren. Also heute hat der Europarat mit großer Mehrheit eine Resolution angenommen, die Julian Assange als politischen Gefangenen eingestuft hat. Da würde mich interessieren, teilt bzw. folgt die Bundesregierung denn dieser Einschätzung des Europarats? Herr Waffe, ich fürchte, ich muss noch mal präzisieren. Es war die parlamentarische Versammlung des Europarats, nicht der Europarat. Und die parlamentarische Versammlung, der gehören Abgeordnete von Parlamenten aus 46 Europaratsmitgliedstaaten an. Und sie haben dort eine beratende Funktion. Und wir haben natürlich zur Kenntnis genommen, was die Abgeordneten dort verabschiedet haben, schauen uns das jetzt genau an. Aber gleichzeitig gilt natürlich auch, dass wir Entscheidungen anderer Verfassungsorgane, und dazu gehören nun mal Abgeordnete des Deutschen Bundestages, auch nicht kommentieren. Zusatz? Jetzt haben allerdings auch die, wenn man es denn so sagen will, die Ampelvertreter, also zumindest die anwesenden SPD- und Grünen-Mitglieder des Parlamentarischen Rats, des Europarats, für diese Resolution gestimmt. War denn diese Abstimmung zuvor mit dem Kanzler besprochen? So auf Fraktionsebene, ich weiß. Nein, also das würde auch dem Selbstverständnis eines selbstbewussten Abgeordneten nicht entsprechen. Und Herr Fischer hat ja die eingeordnet, worum es da geht. Und insofern ist es jetzt erstmal so, dass die Bundesregierung zur Kenntnis genommen hat, was dort entschieden worden ist. Und gleichzeitig hat die Bundesregierung begrüßt, dass Herr Assange mit einer, also für alle Beteiligten ja offenbar, guten Lösung aus der Haft freigekommen ist und in seine Heimat ausreisen konnte. Und insofern ist das jetzt erstmal das, was im Vordergrund steht. Und gleichzeitig hat die Außenministerin sich wiederholt auch immer wieder für Herrn Assange eingesetzt und das auch öffentlich kundgetan. Und insofern glaube ich, sind das jetzt Fragen, die an anderer Stelle zu stellen sind. Es gibt ja auch den Deutschen Bundestag, der hat auch eine Pressestelle, und dann kann man da nachfragen. Die einzelnen Abgeordneten haben sicherlich eine Meinung. Dann